Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um mein VH6, den wir gekauft haben, unser 700 Euro VH6. Was habe ich damit vor? Viele haben geschrieben natürlich, Yunus, bau den auf VH6 Turbo um, Yunus, bau den auf Kompressor um, bau ihn in einem Golf 1 und dann, ja, in einem Golf 1 Turbo, was auch immer. Ja, das ist auch alles geil, das würde ich auch alles machen, aber ich habe mich entschieden, was auch ihr auch gesagt habt, ich werde den nicht auf H-Kennzeichen, das erstmal nicht. H-Kennzeichen ist jetzt mal nicht mein Ziel, weil das ist ein Baujahr 95, nicht 97. Ich dachte ja, 97 war es doch nicht. Ich werde den auf Originalzustand einfach umbauen. Einfach Originalzustand. So, dass der, also ich werde mir jetzt so einen Prospekt besorgen von VW oder ich kaufe das oder wenn ihr da einen habt, könnt ihr mir gerne einschicken. Ich werde mir einen Prospekt besorgen und dann, so wie der aussieht dort, werde ich den so wieder herrichten. Das ist mein Ziel. Nicht neu, also nicht, dass ihr denkt, dass wir den komplett neu machen. Nein, ich möchte das so machen, auch mit, also gebrauchten Teilen nur natürlich, mit ganzen gebrauchten Teilen einfach auf originalen Zustand machen. Das heißt, Fahrwerk geht raus, Felgen gehen raus, Auspuffanlage geht raus, Fächerkrümmer geht raus, die Ansaugbrücke sogar geht raus, Luftfilterkasten und so weiter. Das werden wir alles ändern und alles original. Und das heißt, die Felgen, die ja gebaut wurde und ich sag mal, BBS-Felgen waren da drauf, dann kommen wieder BBS-Felgen drauf. Und Fahrwerk und so, solche Sachen. Was sagst du, Mehmet, dazu? Beste, was man machen kann. Ja. So, apropos Mehmet, das ist mein neuer Kameramann und mein Praktikant und mein zukünftiger Azubi. So, nebenbei. Und sag mal einmal Hallo, Mehmet. Hallo, ich bin Mehmet. Ich bin Mehmet. So, ja, und so wird das aussehen. Natürlich, Lippe wird kommen, Scheinwerfer werden wir ändern, Grill werden wir ändern und. Innenraum. Das ist das Einzige, was bleiben darf. Ja, das darf bleiben. Das ist das hier. LED hier. Brauchst du LED? Er hat bestimmt so Dings, so Wisch abgekauft hier mit LEDs und so. Ambiente Light. Ambiente Light, aber der hat das so ein bisschen Baumarkt-Style. Ja, hier können wir auch noch was machen. Ich habe noch 5 Meter über. Wohin können wir das machen? Ah, da, dann da. Alles ist LED hier, ne? Zum Glück bringt das nicht. Weil wenn das brennen würde, würde man hinten drin nichts mehr sehen. Definitiv. Erster Training war eine Bassanlage einbauen. Bei mir auch, bevor alles andere war, erstmal Anlage. Das war für mich, das war A und O. Das war meine Generation, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also meine Generation musste mal sein, Bass, Endstufe und dann 2 Säcke Zement, weil das ein bisschen tiefer kommt. Das kennst du nicht, ne? Doch, kenne ich von kennst Onkel. Kennst du noch? Ja, klar. Ja, dein Onkel ist ja meine Generation. Auspuffanlage kommt ja direkt von von dem Golf direkt, haben wir den auch schon original. Dann hier haben wir ja noch von dem anderen Golf die Heckstoßstange, die nehmen wir. Das heißt, er kann mal einiger Zeit so bunt aussehen, ne? Also mal so andere Kotflügel, andere Stoßstange und so, aber das ist ja egal, das können wir später lackieren. Sind von Heller, sind sehr, sehr schöne Scheinwerfer, aber die werden wir natürlich original machen. Original, hier V6 original Spoiler werden wir einbauen, hier das Original einbauen. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, also ich möchte, also hier Grill und so, alles original. Ich möchte auch diesen V6 Zeichen hier haben, weil das wird echt, das wird eine andere Herausforderung sein, weil wir wollen den hier echt originalmäßig machen. Und ich weiß nicht, Mehmet, vielleicht weißt du das, hat der VH6 hier eigentlich Pappen? Ich glaube nicht, ich glaube nur Golf 3 GT. Ja? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde ja sagen, nur Golf 3 GT. Weil das weiß ich nicht, weil ich habe sehr viele VH6 gesehen, die so eine Pappe haben. Deswegen weiß ich nicht, ob die das nacheinander als nachgerüstet haben oder ob das original ist, weil das weiß ich jetzt nicht. So, die Leisten sind auch nicht original, da werden wir auch Originale finden.
Einfach alles original, was wir finden. Natürlich Innenraum wird eine Herausforderung, weil Innenraum alles kaputt ist und dass wir das finden müssen. Aber wenn einer da draußen auch noch irgendwas hat für mich, original rumfliegen, kann er auch gerne geben, ne? Oder mich anschreiben. Und nach 5 Jahren könnte man den Oldtimer machen. Ja. Und den werden wir natürlich einen Motor, werden wir einmal komplett auseinanderbauen, wir werden die Kette machen, einmal die Kopfdichtung machen und dann werden wir den nochmal einbauen. Das werden wir auch noch machen. Ja, was hält ihr von dieser Idee? Weil ich will den erstmal auf Originalzustand umbauen und später, ich sag mal, später, also kann ja sein, dass wir das erst in einem Jahr umbauen oder nacheinander oder im nächsten. Also wann wir die Teile halt finden, ne? Muss nicht sofort sein, das Ganze. Aber ich bin mir nicht sicher, dass ich den 5 Jahre behalte, dass ich den nochmal komplett auf Oldtimer mache. Es kann sein, dass ich das mache, weil ein bisschen Platzmangel habe ich ja. Es kann auch sein, dass ich es verkaufe, aber das ist nicht schlimm. Ne? Dann habe ich es einmal gemacht, dann ist gut, weil ich habe ja immer noch einen V6. Erstmal jetzt haben wir V6 Cabrio und später V6 Turbo das Ganze. Ja. Wie immer, wenn ihr die Idee wie ich feiert, könnt ihr mir ein Like geben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Putzi. Bis dann, haut rein. Ciao.